der Hamsterwelt an, der kann sehr schön demonstrieren, wie dieses Prinzip funktioniert. Der Hamster steht am Eingang eines zyklenfreien Labyrinths, in dem er ein Korn finden und auf dem schnellsten Weg zurücktransportieren soll. Schauen wir uns das an. Der Hamster, man könnte das jetzt ja folgendermaßen lösen. Der Hamster läuft hier vorne, bis er halt irgendwo rechts oder links von sich ein Teillabyrinth findet. Und dann durchsucht er dieses Teillabyrinth und wenn er dort das Korn gefunden hat, kann er zurückkehren. Wenn er es nicht gefunden hat, muss er weitergehen, bis er auf ein weiteres Teillabyrinth stößt und hier jetzt wiederum Teillabyrinthe findet, die immer kleiner werden, vernestelt werden und dann letztendlich auf das Korn hier stößt und zurückläuft. Schauen wir uns das einfach mal in der Hamsterwelt an. Hier ist das Labyrinth und hier lade ich mal das Labyrinth. Es kann im Prinzip ein beliebiges Labyrinth sein, wobei die Gänge immer die Größe 1 haben müssen und es dürfen bei diesem Problem aber keine Zyklen auftauchen. Das heißt, hier dürfte kein Zyklus auftauchen. Also ein wirkliches Labyrinth. Wie kann man dieses Problem jetzt lösen? Das kann man sehr schön lösen durch Einsatz von Rekursion. Ich nehme hier mal das Programm. In der Main-Prozedur wird aufgerufen durchsuche Labyrinth. Durchsuche Labyrinth ist jetzt eine boolesche Funktion, die etwas ausführt. Was man an diesem Problem jetzt auch sehen kann, man kann in Java oder in der Hamstersprache Funktionen aufrufen, die einen Wert liefern und man kann diesen Wert ignorieren. Das heißt, das hatte ich in der Unterrichtseinheit von Funktionen gar nicht gesagt, man kann Funktionen wie Prozeduren aufrufen, der gelieferte Wert wird dann einfach ignoriert. Diese Funktion brauchen wir aber gleich, weil diese wird rekursiv aufgerufen. Ja, was passiert? Schauen wir uns jetzt den Fall an, dass der Hamster hier steht und das Korn schon hier am Eingang liegt. If Korn da, falls das Korn da liegt, ja, dann nimmt er es und es wird kehrt aufgerufen, der Hamster soll zurückkehren. In diesem Fall wäre das überflüssig, aber wir werden hinterher sehen, was das für eine Bedeutung hat. Kehrt. Und dann wird True geliefert. Damit ist das Problem gelöst. Ja, wenn das Korn hier aber nicht liegt, muss weitergesucht werden. Und im Prinzip wird jetzt bei Durchsuche Labyrinth in diesem Prozedurrumpf immer genau eine Kachel betrachtet. Was wird nämlich jetzt gemacht für diese Kachel? Es wird überprüft, ist links frei, gibt es also ein linkes Teillabyrinth oder könnte es ein linkes Teillabyrinth geben, was eventuell nur aus einer Kachel besteht oder hier in dem Fall dieses Rechtes auch etwas größer ist. Falls links frei ist, dann wird aufgerufen eine Funktion durchsuche Teillabyrinth links. Die liefert True, wenn das Korn gefunden wurde und False sonst. Nehmen wir an, in einem linken Teillabyrinth ist das Korn gefunden wurde. Diese Funktion hat keine Seiteneffekte, außer dass eventuell das Korn halt aufgenommen wurde. Dann steht der Hamster anschließend genauso hier, macht kehrt, macht sich auf den Heimweg und liefert True, das Korn ist ja gefunden. Wenn in dem Labyrinth nichts gefunden wurde, kein Korn gefunden wurde, ja, dann ist das hier false und es wird überprüft. Falls rechts frei ist, ja, dann wird auf gleiche Art und Weise ein rechtes Teillabyrinth durchsucht. Der Hamster, diese Funktion ist auch seiteneffektfrei, steht anschließend wieder an derselben Stelle. Wenn das true war, das heißt, es wurde ein Korn gefunden, auch dann wird kehrt gemacht. Der Hamster soll auf dem schnellsten Weg wieder zurücklaufen. Ansonsten, links und rechts ist jetzt durchsucht worden und es ist nichts gefunden worden, das heißt, diese beiden Funktionen liefern false. Dann wird überprüft, falls vorne frei ist oder falls nicht vorne frei ist, ja, dann ist der Hamster hier irgendwie in eine Sackgasse geraten und er dreht sich um. Er hat das Korn nicht gefunden, es wird false geliefert. Ansonsten, falls vorne frei ist, dann geht der Hamster in das vor ihm liegende Teillabyrinth und durchsucht es.
und der entsprechende Ergebniswert wird geliefert. Und in dem Fall, durch Suche Teillabyrinth, geht der Hamster in dieses Teillabyrinth nach vorne, dreht sich dann irgendwann um, entweder wenn er das Korn gefunden hat oder wenn er an eine Sackgasse geraten ist, und läuft dann zurück, bis er irgendwann wieder hier vorne diesen Ausgangspunkt erreicht hat. Wie ist jetzt diese, wie sind jetzt diese Funktionen Durchsuche Teillabyrinth links, rechts und vorne programmiert? Sie sind so programmiert: der Hamster dreht sich in diesem Fall links um, also hier ist er jetzt nicht frei. Nehmen wir mal an, der Hamster steht hier und schaut so. So, jetzt ist links frei, also wird Durchsuche Teillabyrinth links aufgerufen. Der Hamster dreht sich links um, geht hier rein, und jetzt erfolgt der indirekt rekursive Aufruf von Durchsuche Labyrinth. Nämlich für den Fall wird jetzt genau in diesem Teillabyrinth derselbe Algorithmus Durchsuche Labyrinth aufgerufen. Irgendwann kommt der Hamster dann zurück, der steht dann andersrum, das haben wir ja gerade oben gesehen, muss jetzt, um also diese Funktion Seiteneffekt frei zu produzieren, die Ausgangsposition wieder einnehmen. Das heißt, geht vor und dreht sich dann links um, steht also so wieder. Durchsuche Teillabyrinth rechts, analog. Der Hamster dreht sich rechts um, wenn er beispielsweise hier schaut. Das ist ja das rechte Teillabyrinth aus seiner Sicht. Rechts um, vor. Dann wird Durchsuche Labyrinth aufgerufen, rekursiv. In diesem Fall wird das, weil ja das eine Sackgasse ist, dazu führen, dass kehrt aufgerufen wird. Dann wird vor aufgerufen und, um die Ausgangsposition wieder einzunehmen, rechts um. Und Durchsuche Teillabyrinth vorne. Ja, da wird einfach vor aufgerufen, wenn wir den Hamster hier positionieren. Vor aufgerufen, dann wird das vor ihm liegende Teillabyrinth rekursiv durchsucht, Durchsuche Labyrinth. Und dann wird irgendwann dieser Vor wieder rückgängig gemacht. Der Hamster steht aber, weil er kehrt aufgerufen wurde, in umgekehrter Richtung. Und der Hamster hüpft auf das Feld. Seiteneffekt, der Hamster schaut in eine andere Richtung. Und hier gibt es dann noch die entsprechenden Hilfsfunktionen. Kehrt, rechts um, links frei, rechts frei. Die kennen wir ja schon. So, lassen wir den Hamster jetzt einfach mal was tun und ihm bei der Arbeit zuschauen. Hatte was geändert. Kompilieren. Kompilierung ist erfolgreich gewesen. Und der Hamster beginnt. Damit wir auch was sehen können. Man sieht, der Hamster wird's los. Jetzt hat er hier das Teillabyrinth rechts entdeckt. Hier wiederum ein Teillabyrinth links. Und so weiter. Läuft jetzt an die Stelle und hat hier eine Sackgasse entdeckt und muss jetzt noch hier suchen. Und geht jetzt weiter nach vorne. Hier an dieser Stelle muss er erst das linke Teillabyrinth durchsuchen, dann ja das rechte, und dann geht er weiter. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und jetzt findet er das Korn gleich und dann geht es auf dem schnellsten Weg wieder zurück. Und das Problem ist gelöst. Wir können ihn auch mal ärgern und das Korn löschen. Das heißt, es ist gar kein Korn im Labyrinth vorhanden. Was macht er dann? Ja, dann merkt er das irgendwann, dass kein Korn da ist, wenn er nämlich alle Wege durchlaufen ist, und kehrt zur Ausgangsposition zurück. Jetzt ist das Korn hier weg, der Hamster geht dann noch hier hin und geht zum Ausgangspunkt zurück, und das Programm ist terminiert. Und wenn wir das Korn hier hinlegen, dann findet es natürlich relativ schnell. Und zurück. Wir haben ja gesehen, gerade bei dem leeren Labyrinth, der Hamster durchläuft auf jeden Fall alle Teillabyrinthe und löst damit das Problem. Hier mal das Programm.